begrüßen im Kamphof hier in Gladwigsthal. Ich freue mich, dass Sie unserer Einladung zu einem besonderen kulinarischen Erlebnis gefolgt sind. Der heimische Käse trifft auf südhessischen Wein. Darf man das darauf reduzieren? Das wollen wir natürlich nicht tun. Wir haben in einer sehr umfangreichen Vorbereitung nicht nur viele heimische Käsesorten für Sie bereit gehalten. Wir haben die Experten hier vor Ort, die Sie gerne auch gerne noch ins Gespräch nachher nehmen können, wenn Sie mehr Informationen haben möchten. Wir haben aber auch einen wichtigen Partner, die Winzereigenossenschaft Vinum aut Mundis, ebenfalls gewinnen können für die heutige Veranstaltung. Wein und Käse vertragen sich sehr gut, wie wir gehört haben, aber es gilt es natürlich auch im Geschmack noch etwas zu verfeinern. 14 Käsesorten, ist mir gesagt worden, haben wir im Angebot. Alle Varianten, die das Herz so begehrt. Nutzen Sie die Gelegenheit, von dem reichhaltigen heimischen Angebot Gebrauch zu machen. Und wir freuen uns mit Ihnen gemeinsam auf einen schönen Abend. Bevor das aber geschieht, habe ich Danke zu sagen. Danke zu sagen zunächst mal dem Hausherrn von Dalwig, dass wir heute bei Ihnen zu Gast sein dürfen. Sehr beeindruckend. Wir werden gleich noch mehr erfahren zu dem Areal, zu dem Gebäude hier in besonderer Weise. Ich darf Danke sagen dem Bürgermeister, der uns auch gleich noch begrüßen wird, für die Gastfreundschaft in Lichtenfels. Aber ganz wichtig, ich habe Danke zu sagen an das Team der Verwaltung. Hier steckt einige Tage Arbeit drin in dem Vorbereiten der heutigen Veranstaltung und natürlich ist ein bisschen Unsicherheit dabei, wie werden denn diese Formate so angenommen, und wir sind heute sehr dankbar und auch ein bisschen stolz darauf, dass wir das Haus so gut gefüllt sehen. Das gibt ein gutes Gefühl auch für die Mannschaft, da auch weiterzumachen, wenn es darum geht, die regionalen Produkte nach vorne zu bringen. In diesem Sinne freue ich mich jetzt mit Ihnen auf einen kurzweiligen, inhaltsreichen, schwangeren Abend mit guten Gesprächen, vor allem aber einem guten Genuss heimischer Produkte, und darf jetzt an den Bürgermeister übergeben, der uns auch Lichtenfels noch mal ein Stück weit vorstellt. Vielen Dank erstmal an dieser Stelle, danach folgt der Aussicht. Vielen Dank. Kann für Entspannung sorgen, also ich werde natürlich jetzt nicht die 8 Stadtteile von Lichtenfels in den nächsten 25 bis 30 Minuten vorstellen. Ich denke, wir sind ja für Genuss von Wein und vor allem Käse hier. Ja, sehr geehrter Landrat, sehr geehrter van Dalwig, auch von meiner Seite erstmal recht herzlichen Dank für die Veranstaltung am heutigen Abend. Zum einen an die Kreisverwaltung für die Organisation, an Sie, Herr van Dalwig, für die Zurverfügungstellung. Ja, ich sag mal, des Marstalls hier, des wunderschönen Ambientes. Wir haben im letzten Jahr, der ein oder andere wird hier gewesen sein, da haben wir hier schon ein tolles Benefizkonzert zugunsten der Kinderkrebshilfe stattfinden lassen können. In diesem Jahr haben wir sozusagen die kulinarischen Genüsse, also im letzten Jahr die kulturellen. Ich kann Sie im nächsten Jahr schon neugierig machen. Es wird im nächsten Jahr was Neues Kulturelles geben. Das schwappt dann so ein bisschen vom Süden noch nach Lichtenfels rein. Es ist gerade beendet worden südlich von uns, und wir werden nächstes Jahr auch eine Station vom literarischen Frühling voraussichtlich hier bei uns in Lichtenfels haben. Also dann sind wir nächstes Jahr vom kulinarischen Genuss wieder bei der Kultur. Ja, die Stadt Lichtenfels, der Jürgen van der Haus hat es eben gesagt, da will ich auf einen Aspekt für heute nur eingehen. Es sind viele Lichtenfelserinnen und Lichtenfelser hier. Ich denke, die sind alle den Panoramaweg schon abgewandert, die knapp 70 Kilometer oder auch nicht. Aber für diejenigen, die den noch nicht abgewandert sind, wir haben vor wenigen Tagen, der Jürgen van der Haus war dabei, wieder die Zertifizierung zum Qualitätswanderweg Wanderbares Deutschland bekommen. Das ist nicht so ganz selbstverständlich, da gehören wir schon zu der Champions League des Wanderns sozusagen. Und in dem Sinne lade ich Sie herzlich ein, die 67 Kilometer abzuwandern mit romantischen Tälern, mit wunderbaren Ausblicken ins westfälische Umland. Und wenn Ihnen die 67 Kilometer an einem Stück zu lang sein sollten, wir haben genau auf die Fläche verteilt Trekkingplätze zum Übernachten platziert, also an 4 Tagen mit 3 Übernachtungen. Es ist ein bisschen rustikal, das gebe ich zu, aber da können Sie die Wege schön abwandern. Ja, ich freue mich auf einen Abend mit Aromen, geschmacklicher Vielfalt, hoffentlich guten Gesprächen, und in dem Sinne, das war der kurze Werbeblock für Lichtenfels, nur beim Panoramaweg. Den Rest machen wir im bilateralen Gespräch am heutigen Abend. Oder nutzen Sie die vielen Lichtenfelserinnen und Lichtenfelser, die hier sind, stellvertretend 2 Ortsvorsteherinnen, die dort drüben platziert sind, aus Sachsenberg und aus Münden. Und nach Münden geht der besondere Dank, Frau Scheuermann, denn das hier ist aus der Mündener Festhalle kostenlos zur Verfügung gestellt worden, sodass wir an dem Abend heute hier entsprechend das auch genießen können. In dem Sinne übergebe ich an den Hausherrn recht herzlichen Dank. Toll ist, die Arbeit hat sich doch gelohnt, dieses Gebäude in diesen Zustand zu bringen.
Und nur dazu möchte ich jetzt was sagen, damit die Getränke nicht warm werden. Erstmals gebaut worden ist das 1785 als Remise, Pferdestall, Kutsche. Also das war die Garage der Herrschaften im Jahr 1785. Und als das nicht mehr gesagt war, sank die Bedeutung dieses Gebäudes herab und es wurde eine gewöhnliche Scheune. Und so habe ich als Kind das auch immer als eine Scheune kennengelernt, mit einem großen Spitzdach, so wie drüben. Das ist ja wirklich eine Scheune. Und dann brannte das Gebäude ab, die Scheune, die voller Stroh war, weil aus dem Dorf hier jemand Stroh hat einlagern dürfen und irgendwann brannte die Scheune ab, 1978, 3 Tage vor dem 80. Geburtstag meines Vaters, Großeltern Sachsen. Wir haben das dann übernommen, meine Frau und ich und mein Vetter damals noch eine als Ruine. Und als Ruine ist es bis zum Jahr 2007 geblieben. Die dicken Außenmauern standen, das Ganze war himmelhoch jauchzend, alles frei und ein Schuttablageplatz geworden, Bauschutt. Den haben wir dann mühsam ausgeräumt und 2007 haben mein Sohn und ich hier ein Dach draufsetzen lassen. Das war der erste Schritt. Und 5 Jahre später habe ich dann, mein Sohn ist ja nicht mehr leider, habe ich dann hier diese Fenster machen lassen. Herr Schumann in der Kreisverwaltung war mein gedanklicher Partner. Wir haben also viel geklönt und wir waren eigentlich immer einig, eine Lösung zu finden. Und er hat gesagt, das Wort habe ich noch im Ohr, als ich gesagt habe, ich möchte hier eine Treppe und da oben einen Aufgang und da kommen noch Toiletten rein. Und ja, sagte er, aber Sie müssen die Innenausstattung sich vorstellen wie ein Möbel, das man reinschiebt. Naja, ich habe ihm dann gesagt, aber die Treppen müssen wir doch in der Wand eindübeln dürfen. Das sagt er, natürlich. Also es war ein sehr harmonisches Arbeiten und daraus ist nun ein Raum geworden, der, glaube ich, für Käse und Wein einen würdigen Rahmen liefert. Einfach mal zuzuprosten. Wir haben hier einen Sekt, der sich da nennt, ja, Pinot Brut aus 2020. Ich würde einfach mal sagen, schön, dass Sie da sind und zum Wohl. Also auch von meiner Seite erstmal ganz herzlich willkommen. Ich freue mich über die Einladung, dass ich den Abend moderieren darf. Ich würde vielleicht ganz gerne auch während der Käse und der Wein serviert wird eine kleine Geschichte erzählen wollen, wie es zu dem Abend gekommen ist. Gutes aus Hessen, ein Prädikat, das ganz, ganz wichtig ist, wo ich heute Abend bestimmt auch noch mal drauf zu sprechen komme, hat, ich glaube, im November den Goldenen Qualileo verdient für ja, mit dem Besten, was aus der Region kommt. Und an dem Abend habe ich den Fritz Schäfer kennengelernt, zu fortgeschrittener Stunde, alle waren schon bei Gin Tonic, also es war fast eine Schnapsidee. Ich war als Frankfurter Bub natürlich beim Apfelwein und Fritz hat mir erzählt, wie viele Käsereien hier oben in der Ecke sind. Und man müsste doch einfach mal sowas in den Rahmen fassen mit bisschen Wein, aber das eben nicht so stocksteif, sondern ein bisschen lockerer moderiert, habe ich gesagt, Fritz, ich bin dein Mann. Ja, habe mir das so ein bisschen genauer angeschaut, bin natürlich begeistert gewesen über die Vielfalt, die es an Produkten hier oben gibt. Und wir haben uns auch dafür entschieden, ein Weingut zu nehmen oder eine Winzergenossenschaft, die eben auch aus dem Kreis kommt, Gutes aus Hessen. Übrigens herzlich willkommen, Julia Krauser vom Verband Gutes aus Hessen, die Geschäftsführerin, schön, dass du da bist. Und wir haben die Winzergenossenschaft aus Groß-Umstadt, die Odenwälder Winzer, genommen. Habe ich jetzt persönlich erstmal gar nicht viel mit zu tun, außer dass ich die Weine ganz gerne trinke. Ich bin ansonsten freelancermäßig unterwegs und mache Wein in Deutschland und Italien und komme eigentlich, das glaubt man heute kaum noch, aus der Sternegastronomie. Also ich habe 15 Jahre in einem 3-Sterne-Restaurant als Maître und Sommelier gearbeitet.
mich dann aber irgendwann mehr für die Prima Materia interessiert, also sprich für das Produkt und für die Erde. Und so bin ich zum Weinmachen gekommen und auch dazu gekommen, mich intensiv mit Lebensmitteln, vor allem aus biologischer Landwirtschaft und nachhaltiger Bewirtschaftung zu befassen. Das kann nicht schaden. Der Wein wirkt schon. So, entschuldigt bitte. Ganz kurz zwischendurch erzähle ich auch ein bisschen was. Ich weiß, es wird von Wein zu Wein schwieriger, aber ich gebe mir Mühe. Die erste Rebsorte, die wir im Glas haben, ist der Sauvignon Blanc. Habt ihr bestimmt alle schon mal gehört. Wird mittlerweile in Deutschland sehr lange schon und auch sehr erfolgreich angebaut. Stammt allerdings aus Frankreich, und zwar aus dem Loiretal, wo sie ja die längste Tradition hat als Sancerre zum Beispiel oder als Puy-Fumé. Und auch da eine ganz klassische, ich sag mal, Partnerin ist zu Schafs- und Ziegenkäse. Zu allem, was ein bisschen salziger ist, was ein bisschen mehr Säure hat im Käse. Von daher dachte ich, dass es ein ganz gutes Match ist zu den ersten beiden. Ich habe die Sachen jetzt vorher nicht probiert. Das war jetzt rein aus Erfahrung und Feeling raus. Ich gehe aber davon aus, dass es ganz gut passen wird. Wir haben jetzt hier was, was nur im Stahltank ausgebaut ist, also eher frisch auf der fruchtigen Seite. Man hat so ein bisschen diese kräutrigen Aromen, wenn er da reinriecht. Ich will jetzt nicht zu viel über Aromen im Wein sprechen heute Abend. Da hat jeder auch ein anderes Empfinden. Aber was hier halt im Vordergrund steht, sind so Sachen wie Brennnessel, Johannisbeere. Manchmal hat man Stachelbeeraromen und Kiwi. Das ist für Sauvignon sehr typisch. Aber eher so die grünen und grasigen Aromen. Das passt sehr, sehr gut auch zu allem, was kräutrig ist. So viel zum Wein. Wenn ihr mehr Fragen habt, gehe ich nachher gerne noch mal rum. Ich würde aber ganz gern den Herrn für die Käsegeschichte noch mal dazu bitten, dass du ein bisschen was erzählst über euren Betrieb, über die Käse und so weiter. Ja, guten Abend. Mein Name ist Raimund Eder vom Biohof Hemmerberg. Wir sind ein Grünland-Gemischbetrieb. Wir haben keinen Ackerbau dabei. Wir halten 160 Milchschafe im geschlossenen System. Wir schlachten auch alle unsere Lämmer selber und die Milch wird komplett bei uns in der neuen Hofkäserei verarbeitet. Die Hofkäserei läuft seit etwa 6 Monaten und das Besondere noch dabei ist, unser Käse ist der Junior, der ist erst 20 Jahre alt und der hat diese Käse alle produziert und macht das mit absoluter Begeisterung. Wir haben einmal einen Frischkäse mit italienischen Kräutern. Wir wollten eigentlich die Kräuter für diesen Abend von außen aufbringen, das wäre aber zu viel gewesen. Also haben wir ihn genauso gemacht, wie er bei uns auch im Hofladen verkauft wird. Wir haben die Kräuter in den Käse gemischt und haben ihn dann praktisch zu Kügelchen geformt. Normalerweise wird er im Becher verkauft. Beim Camembert ist es so, dass der aus, wie gesagt, 100% Schafmilch auch ist. Die Milch hat derzeit einen Fettgehalt von etwas über 7%, 7,2%. Der Unterschied zu normalen Camemberts ist, dass der Camembert bei uns nicht in einem Salzbad getaucht wird, sondern von Hand gesalzen wird. Das machen wir mit allen Käsen so, weil wir davon weg wollen, von diesen Salzbädern. Es ist einfach schöner, wenn man das Salz, entweder ein Steinsalz oder ein Meersalz, von außen auf den Käse aufbringt. Herstellt. Wir sind sozusagen nicht großartig anders unterwegs. Frischkäse ist sozusagen der Hausfrauenkäse. Also den eigentlich jeder zu Hause machen kann. Wenn man die Milch erwärmt und eine Kultur dazu gibt, da kann man die Buttermilchkultur nehmen oder so und einen Tropfen Lab dazu, dann fällt die Milch dick. Und diese dickgefallene Milch tut man hinterher in ein Tuch, lässt die Molke ablaufen, dann hat man Frischkäse. Also das kann jeder auch zu Hause machen, bei anderen Käsesorten wird es ein bisschen schwieriger. Aber von daher ist natürlich der Frischkäse, kennt man vielleicht auch die ein oder andere ältere Generation noch von damals, wo die Oma das noch zu Hause gemacht hat. Die haben wir dann sozusagen auf die Art und Weise auch beibehalten. Das wird noch damals, heute genauso gemacht wie damals. Raimund hat jetzt seine Kräuter in den Frischkäse reingerührt. Das kann man so machen. Wir machen es ein bisschen anders. Wir hängt natürlich auch oftmals von der Technik ab, die man benutzt.
Wir haben heute ja Handabfüllung gemacht und deswegen gibt es auch unseren Frischkäse heute mal als Kugel ausnahmsweise und anschließend auch noch im Schnittlauch gerollt. Deswegen heute mal pure Handarbeit. Ob man das jetzt besonders rausschmeckt, weiß ich nicht, im Gegensatz zur Maschinenabfüllung. Käse und Mann, wie hat es Ihnen geschmeckt? Jetzt wird er das wieder. Also die drei Frischkäse waren alle sehr gut. Alle auch aus der Gegend und der Umgebung. Ich glaube, den einen kannte ich, den von dem grünen Hügel. Das Brot ist, glaube ich, auch einheimisch, fand ich sehr gut. Über den Wein denke ich noch nach. Deswegen habe ich irgendwann mal angefangen, auch Lehrgänge zu machen, wie man eine Betriebsführung gestaltet. War damit aber auch noch unzufrieden, wie mein Sohn mit der Abschluss von der Mitgliederschule, weil ich sollte den Leuten erzählen, warum man für Kinder halten muss oder warum man Spritzmittel einsetzt, was gut ist. Und irgendwie fühlte sich das alles verpflichtet an. Wir haben dann den Plan für einen großen Stellbetrag verwurft, haben 80 Kühe. Verringert auf 60 Kühe, dann werden wir Platz gegeben, wir Strohbereiche geschaffen, haben, wie mein Mann immer so sagen, steht jede Menge Nutzlosstiere angeschafft, meine Triggerkraft habe ich, um den Kindern, bei den Besuchern auf dem Hof, einfach die Liebe zu den Tieren und zu den Pflanzen zu vermitteln. Ich habe dann einen Käselecker in der Schweiz gemacht, um dann anschließend Käse herzustellen. Ein älterer Käse. Der ist mit Mohn, den habe ich natürlich nicht selbst gesammelt. Eigentlich möchte ich immer gerne die Pflanzen, die da, oder die Kräuter, die da drin sind, selber sammeln. Das geht mit Mohn halt schlecht, aber das war der einzigste alte Käse, den ich noch liegen hatte. Den sollte es eigentlich auf meinem Geburtstag geben. Den habe ich jetzt extra für heute Abend aufgehoben. Und der andere ist ein bisschen jüngerer Käse, der ist jetzt ca. 8 Wochen alt. Der ist mit Steinpilzen, die sind im Luisendorfer Forst gesammelt, eigens von der Försterin und zu Hause getrocknet. Wir haben dann zusammen auch den Käse gemacht. Ich hoffe, man schmeckt das so ein bisschen und wünsche jetzt allen ja, einen guten Appetit. So hätte, sollte, wollte, könnte oder würde man. Aber wir haben es gemacht. Wir haben einen konventionellen Milchviehbetrieb, 200 Kühe plus. Und die spontane Idee ist entstanden, aus die Milchkäse zu machen. Wir haben da einen guten Partner gefunden, mobile Käserei aus dem Marburger Raum, der für uns die Käse macht. Weil auch die Investition müsste man sich überlegen. Und ja. Auch erstmal rantasten. Ja, entstanden ist die spontane Idee durch viele Gespräche mit Direktvermarkter, Kollegen Landwirte und. Ja, dann haben wir es einfach gemacht. Genau, wir haben einen Familienbetrieb, wir haben 4 Kinder, mein Mann und ich machen das zusammen. Wir haben jetzt einen kleinen Hofladen bei uns am Hof und ja, da könnt ihr auch den Käse bekommen. Außerdem noch mehrere Produkte aus der Region. Ja, die Gegebenheiten halt besonders. Und dann habe ich 2 Käsen mitgebracht. Bilaterale Käse. Wunderbar. Und der Wein? Auch beides in der Kombi. Ein Traum. Dann würde ich uns das erstmal vorstellen. Ich bin von Schade, ich komme aus Bad Mühlen und Bülfershof. Wir haben einen landwirtschaftlichen Vollerwerbsbetrieb mit ca. 90 Kühen, die weibliche Nachzucht, Bereich auch Rindlandbetrieb. Und wir verarbeiten einen Teil von unserer Milch zu Käse, der andere Teil geht zur Molkerei. Wir machen Rohmilchkäse und das Besondere bei uns ist auch, dass wir die Milch nicht kühlen brauchen und auch nicht zu pumpen brauchen. Jedes Pumpen beschädigt die Milch. Sie wird also gleich nach Melken verarbeitet und dadurch haben wir schon einen Qualitätsvorteil. Wir sparen einen Rohmilchkäse und ich habe ihn heute mitgebracht, den milden Bülfershofer. Und der ist jetzt, der ist cremig und wird mit
mit von Hand gepflegt. Die Rinde kann man mitessen. Wir haben sie heute abgeschnitten, damit ihr alle die gleichen Stückchen bekommt. Ja, wie hat es geschmeckt? Der Landrat wird ja also ist jetzt sehr gut. Man sieht es ja auch hier. Ich habe mir da mal so ein paar Notizen gemacht. Ich habe auf jeden Fall einen Favorit. Und, es war jetzt kein Käse dabei, der schlecht war. Haben alle sehr gut geschmeckt. Die Weine sind auch okay. Soll Ihrem Kollegen sagen, ich soll den Arnold gucken. Von daher, bis jetzt gelungener Abend. Das ist nur das Gute. Und auch nur Spaß. Ja, Wein und Käse. Warum Wein und Käse? Warum Wein und Käse? Ja, ich glaube, Wein und Käse ist so eine klassische Kombination, die ganz viel mit, oder die eigentlich den Genuss verkörpert, wie wir ihn so kennen. Ne? Essen und Trinken ist ja, glaube ich, in unserer Kulturgeschichte ein ganz, ganz wichtiges Ding. Und man hat sich dann irgendwann, gerade so in französischen oder mediterranen Gefilden, sehr an die, ja, Kombination von Speise und Getränk gewöhnt und hat er auch Fokus drauf gelegt. Ich denke, Käse und Wein ist die letzten 200 Jahre einfach ein gewachsenes Ding, was einen wirklich festen Bestandteil in der Kultur hat. Weißwein zu Käse oder? Ja. Also man sagt natürlich klassisch, ein schönes Glas Rotwein und ein bisschen Käse. Das verkörpert so ein bisschen ja auch die Gemütlichkeit, wenn man abends zusammensitzt. Aber wenn man es sensorisch betrachtet und jetzt mal rein fachlich, ich als Sommelier würde sagen, dass in der Regel Weißwein besser zu Käse passt als Rotwein. Ich finde die Wein so gut. Das heißt, so wie man sich das vorstellt, da steht jemand im Glas, schwenkt erstmal das Glas mit dem Wein aus und gibt das weg, mal oben nach der Tür und das Glas mit dem. Also, ich kann das mal zeigen, wie man das ganz traditionell macht. Es gibt so diese drei Schritte, das ist einmal Color, die Farbe, dann Odor, also sprich, das wäre der Geruch, der Duft, ja, und dann Sapor, der Geschmack. Warum macht man das mit dem Schwenken im Glas? Ein Wein hat natürlich diverse Bestandteile und diese Moleküle, die den Duft im Prinzip erzeugen im Wein, die werden durch das Aufwirbeln im Glas nach oben gebracht, oxidieren an der Luft und erzeugen somit den Duft. Und der Geschmack als solches besteht ja zu 80% eigentlich aus dem, was in der Nase passiert. Wir kennen das, wenn wir erkältet sind, dann schmeckt eigentlich nichts. Es schmeckt alles gleich, es hat keinen Geschmack. Daran sieht man, wie wichtig die Nase ist beim Schmecken. Und ohne da vorher reingerochen zu haben, hat man kein komplettes Geschmacksbild von einem Wein. Also nicht nur von Wein, generell vom Essen und Trinken. Man sagt ja auch, das Glas muss mit Wasser ausfüllen, dass man eigentlich mit so einem Schlückchen Wein das man trinken will. Exakt, immer mit dem aktuellen Wein das Glas spülen. Zum einen hat Wein eine höhere Viskosität als Wasser, das heißt, man kann schlecht den Wein rausspülen mit Wasser. Hat auch was mit dem Alkohol zu tun, mit dem Glycerin darin. Aktuell würde ich sagen, immer den neuen Wein nehmen, zwei Tropfen rein, das Glas ausspülen, perfekt. Dann gibt es ja Wein und Rebsorten, also Rebsorten, jede Menge, die man vor 30, 40 Jahren kaum kannte. Und Weine aus Weinanbau genießen, hat man eher früher mal Kleckerlust vermutet, für den kalifornischen Dörfer. Die machen heute auch gute Weine. Also ich glaube, man kann sagen mittlerweile, dass natürlich nach der Globalisierung des Weins, das müsste man jetzt auch noch mal genau definieren, wir mittlerweile eine Weinwelt haben, die unglaublich vielfältig ist. Es ist kaum noch möglich, einen schlechten Wein zu finden. Ich kann mich da noch dran erinnern, in den ersten Jahren, wo ich Sommelier war, da gab es schon noch öfter, dass man Weine gehabt hat, die wirklich nicht gut gemacht waren. Das gibt es eigentlich nicht mehr. Man sieht auch da, die Önologie ist zum einen besser geworden. Zum anderen ist aber auch das Bewusstsein mit dem Umgang, mit dem Anbau der Trauben ein anderes geworden. Rebsorten sind heute
das kann man so und so sehen. Ich finde es ein bisschen schade, wenn man überall Chardonnay zu trinken bekommt oder Sauvignon Blanc. Ich bin eher der Verfechter des Regionalen und des Regionaltypischen. Bin aber auch kein Freund davon, das so aufzuteilen in neue und alte Welt, in Stilistiken, denn es gibt ein Beispiel Chardonnays aus Kalifornien, die schmecken, als kämen sie aus dem Burgund, ohne dass es Kopien sind, sondern einfach, weil man nicht mehr versucht, irgendwie dicke, fette Weine zu machen mit viel Holz. Auch die haben gelernt, dass die Traube im Vordergrund stehen muss. Und wenn wir über alte Rebsorten reden, dann gehen wir am besten nach Georgien. Da gibt es seit 6000 Jahren dieselben Rebsorten, die sonst keiner kennt, die auch sonst nirgends angebaut werden. Das ist wirklich ursprünglich. Jetzt findet man immer mehr hochklassige Weine mit Schraubverschluss. Traditionalisten, die spüren auf den Korn. Was sagt das so wie du? Also die Traditionalisten in dem Fall sind wahrscheinlich die Trinker. Denn alles, was an Erzeugerfront ist, sprich die Weinproduzenten als auch Weinhändler und auch Sommeliers in meinem Fall, ich habe da ja so ein bisschen, schlage ich ja ein Dreieck in allen drei Berufen. Ich bin ein großer Verfechter des Schraubverschlusses. Naturkork wird immer ein tolles Produkt sein. Das Problem ist, wir haben nur 3 oder 4 Anbaugebiete für hochwertigen Naturkork. Dafür wird zu viel Wein produziert. Die Qualität wird leider immer schlechter aufgrund der höheren Nachfrage. Das Produkt wird immer teurer. Also man muss davon ausgehen, wenn man für hochklassige Weine einen 1A Naturkorken haben möchte, dann ist man mit 1,50 Euro bis 2 Euro im Rennen. Da muss man einfach abwägen, ob das für einen 6 Euro Wein Sinn macht. Dann muss man auch sagen, dass die Ausfallquote von schlechten Kork mittlerweile bei 20% liegt. Also auch da kann man viel, viel falsch machen. So ein Schraubverschluss, der sogenannte Stelvin, die sind mittlerweile in der Qualität oder auch in der Nachhaltigkeit und im Recycling am Standard angekommen, dass man das guten Gewissens machen kann. Und vor allem ist es preislich eine große oder eine echt interessante Alternative. Und der Wein ist absolut unbeeinflusst von Fremdgeschmack. Auch ein guter, gesunder Kork gibt immer Geschmack ab. Damit der Wein dunkel bleibt, im Plastik, schmeckt aber so zum Landwein. Also ich bin immer der Meinung, alles zu seiner Zeit. Das Bag-in-Box-Verfahren, das ist ja, was Sie gerade angesprochen haben, ist, glaube ich, zum einen aus Nachhaltigkeitsgründen ein interessantes. Die Nachbarn sehen nicht so oft, wenn man so einen Glascontainer läuft. Auch das kann von Vorteil sein. Qualitativ einen einfachen Wein so zu füllen, halte ich für eine intelligente Maßnahme, weil das muss nicht lange reiben. Das wird relativ schnell getrunken und so steht dem eigentlich nichts dagegen, glaube ich. Ja. Gerne. Ja, Carsten Kuckuck, Fach- und Landwirtschaft und der Bürgermeister hier von Lichtenfeld, Henning Kehle. Wie war der Quizfeld? Also, ich muss sagen, der war so, wie wir auch gedacht haben, ganz hervorragend. Unsere Bauern, egal ob es Fers- oder Ziegen- oder Kuhbauern sind, haben gelernt, hier einen Käse zu produzieren, der seinesgleichen sucht. Und ich hoffe, dass sie diesen Weg auch weiter so gehen werden. Jetzt tut sich ja unser Direktvermarkter und Hochläden immer so ein bisschen schwer mit Marketing, ne? Also ich glaube, auch in diesem Bereich haben wir in der letzten Zeit viel dazugelernt. Wenn ich an Social Media denke und alle anderen modernen Dinge, wird sich auch da noch viel entwickeln. Und auch das werden wir weiter ausbauen. Wir werden dafür sorgen, dass die Direktvermarkter Waldeck-Frankenberg in Hessen seinesgleichen suchen werden. In den Kehle, wann gibt es den ersten Weinberg hier in Waldeck? Ja, da muss ich mal mit dem Herrn von Dalwig sprechen, ob wir auf seinen Hügeln einen Weinberg anlegen können mit ordentlicher Südlage. Das werden wir heute Abend noch klären. Mal schauen, ob wir da was anlegen können. Obwohl, das ist eine sehr gute Veranstaltung. Ne? Käse und der passende Wein dazu. Das verlangt natürlich zu einer Folgeveranstaltung, Stracke und Bier. Also ich denke, wir werden erst mal in 2 Jahren dann den ersten Wein aus Lichtenfels probieren. Ach nee, wenn der Reben wachsen, das dauert eine Weile. Nein, wir werden Eiswein kosten und das Eiswein. Eiswein. Und wir freuen uns ja im Prinzip über eins, über den heimischen Käse und dass der hessische Wein
im Waldecker Land trotzdem Anklang findet und schmeckt. Ne? Ja, wäre 20 Kilometer weiter anders, dann wäre es im Frankenberger Land, dann wären wir wieder in Hessen. Ja. Aber wir sehen das als eine Region und wir arbeiten alle zusammen. Jetzt alle beide hier, nach jahrelangem Kampf ist es also gelungen, die Aloe und die Stacke Rote endlich als Marke schützen zu lassen oder als regionale Spezialität schützen zu lassen. Aber man hat immer so ein bisschen den Eindruck, Schwaneder, Bernermeister und Kassel, die vergessen uns immer, dass wir auch eine hervorragende Rote Wurst machen. Aber ich glaube, da können wir durch unsere Qualität mithalten. Und auf allen Märkten ist es so, man muss früh auf die Märkte kommen, dass man noch eine bekommt, weil sonst ist die Waldeck-Frankenberger alle Wurst alle weg. Und das, denke ich, sorgt für Zeit. Wir gehören zu dieser Region und unsere Metzger hier und Direktvermarkter, die sind mit vorne weg bei dem Qualitätssiegel. Das heißt, die nächste Veranstaltung ist dann Rote Wurst meets einheimisches Bier. Das wäre was. Gerade auf dem Biersektor sind wir auch noch dran am Arbeiten, dass wir unsere heimische Braugerst in unsere heimischen Brauereien bringen. Der Henning Kehling macht einen Wurstautomat an die Trekkingplätze. Wir machen einen Wurstautomat an die Trekkingplätze und wir gucken mal, ob wir vielleicht dann auch in Lichtenfels einen finden, der konkurrenzfähiges Bier brauen kann, dass wir die Veranstaltung auch durchaus hier in Lichtenfels durchführen können. Ne? Aber alles in allem eine sehr gelungene Veranstaltung. Eine sehr schöne Veranstaltung. Das werden wir wiederholen. Herzlicher Dank an den Landkreis, herzlicher Dank an Herrn van Dalwig und an die ganzen Veranstalter, die mitmachen. Danke. Zu gutes Denkmal. Ja, sicher. Wir haben das Leben wieder reingebracht. Das war ja eine Ruine. Und wir haben das wieder zur Blüte gebracht. Und so eine Veranstaltung zeigt, dass wir das richtig gemacht haben. Wenn man heute zu viel mit der Anschlagung, der Käse, der Wein, die Gespräche, alles richtig. Genau, genau. Und in dem Rahmen, der Rahmen ist ja auch wichtig für Wein und Käse, in dem Rahmen schmeckt das beides einen Tick besser, als wenn Sie das in irgendeiner Durchschnittskneipe machen. Das kann man. Das kann man. Den nutzen wir auch kommerziell, vermieten den für Hochzeiten, runde Geburtstage, Konfirmationen, haben wir alles schon hier gehabt. Taufen, kulturelle Veranstaltungen, Konzerte. Mhm. Herr Jürgen Wander aus Unterland fragt: Landwirtschaft ist bei uns im Kreis ein Thema. Ja, absolut. Und dass Landwirtschaft leistungsfähig ist, sieht man Veranstaltungen wie jetzt heute. Tolle Produkte und viel Kreativität, darauf können wir aufbauen. Wir haben viele Landwirte, kleine Landwirte, die dringend diese Direktvermarktung brauchen, denn die Landwirtschaft stimmt auf Knopf geschwächt. Auf der anderen Seite, gerade in Richtung Kellerwald gedacht, ist unheimlich viel Landschaftspflege durch die Landwirte. Wenn die nicht mehr sind, müssten es andere leisten. Ja, dafür haben wir keinen Plan. Deshalb brauchen wir die landwirtschaftlichen Betriebe nicht nur, um Nahrungsmittel zu produzieren, sondern einfach auch die Landschaft zu pflegen, die Kulturlandschaft zu erhalten, die nachfolgenden Generationen. Und dafür brauchen die Betriebe wiederum eine wirtschaftliche Basis. Und da kann das Thema Regionalität, Bio und Nachhaltigkeit ein Lösungsansatz sein. Wir waren ja ein bei der Veranstaltung Wunderbares Deutschland, Qualitätssiegel. Unsere Region, die man so vor 30 Jahren ein bisschen belächelt hat, hessische Bieren, wie auch immer, ist im Moment ja doch so langsam kommt die Fahrt, ne? Mit Tourismus, mit Qualitätswanderwegen, aber auch mit Schule, Bildung, Kultur. Ja, ich glaube, der ländliche Raum braucht sich nicht verstecken. Wir sind Tourismusregion Nummer 1 im Lande Hessen. Das soll ja schon mal was heißen. Wir haben starke Betriebe, Unternehmen vor Ort. Wir können den jungen Menschen gute Perspektiven mittlerweile auch bieten. Und da haben sich viele Dinge zu unserem Gunsten auch verändert. Man muss halt die Chancen natürlich auch gut nutzen. Der
ist das heute Käse und Wein. Bratwurst, oder wie man bei uns sagt, Bratwurst oder Gestracke, ist ja nun ein regionales Produkt. Das hat der Brüssel nach langsam anerkannt. Wäre jetzt eigentlich mal eine Veranstaltung fertig hier. Gestracke und Bier, oder? Ja, natürlich. Also wir haben heute das perfekt zusammengefasst, Wein und Käse. Ich kann mir bei der nächsten Veranstaltung aber gut vorstellen, dass wir auch Wurstwaren wieder in den Blick nehmen. Ich kann alle herzlich einladen, Markt am Schloss zum Muttertag in Aarhusen, da werden wir genau das erleben können. Und wir haben also vom Hammermecker in Willingen bis runter nach München die rote Wurst in zig Formen rezeptet. Also das würde sich schon mal lohnen. Ja, absolut. Die Vielseitigkeit ist da ja auch sehr beeindruckend. Da geht es auch um Qualität. Aber das können die Betriebe eben auch leisten. Vielen Dank. Bitte schön. Hat sich versteckt und ihre Mädels und der einsame Herr, die uns hier heute den ganzen Abend im Background das so reibungslos beschert haben. Ich glaube, da kann man ruhig mal applaudieren. Ja.